just once, I'd like to see. Ist das unser Mission Clues, die Karte? Ah, Maps. You're by the drinks. Just one time. Is that too much to ask? Maybe I should just work a couple shifts. So I don't have to listen to them tell me about how good it was up at Duke's Funk. So. Like I ain't got enough to worry about. Now they say there's someone on the prowl. Alter, was macht denn die Frau da hinten? Kannst du mal aufhören die ganze Zeit? Oder schmierst du Schmalz in de, ins Glas, Junge? Das ist ja ein bisschen dämlich. Ja. Ich kann dir natürlich sagen, was du willst, das ist jetzt natürlich ein bisschen ungünstig. Kann ich die vielleicht irgendwie einschlafen lassen, so Schlafzeug oder so? Ja, well that just happened. Ich werde die hier drin ausschalten müssen, weil der Typ die ganze Zeit rausguckt. Tut mir echt leid, aber du stehst halt echt kacke da. Schön leise sein. Sorry. Aber er stört. Das Symbol. Habe ich Ratte gegessen? Ekelhaft. Ratte esse ich nicht. Okay, ernst gemeinte Frage. Wo zum Fick kommt dieses Geräusch her? Und was ist das da für eine Waage? Erstmal ein Bierchen zapfen. So let's see. There's someone there. Time to collect this. Ich will wissen, wo dieses Geräusch herkommt. Kommt das von außen? Ich kann es halt echt null einordnen, was das sein soll.
Ist das irgendwas Lebendes? I don't know what it is. And I do not like it. Das klingt halt, als würde man in diesem Fisch rumstochern, aber halt die ganze Zeit. Was war denn mit der Mucke auf einmal los? Alternatividee. Dafür müssen wir allerdings den ihre Körper ein bisschen besser verstecken. Schön liegen bleiben. Dahin. Schön liegen bleiben. Jetzt nehmen wir uns ein Glas. Machen wir erstmal zu. Und gucken mal, wie viele wir damit genau so habe ich mir das vorgestellt. Wir holen uns mal noch ein Glas. Schmeißen das jetzt dahin. Nun, apparently ist das leiser als ich dachte. Take a look around. Kommt Support von der anderen Seite? Nein, Takedown. Komm, Gary, wir gehen. Ich weiß nicht, wie du wirklich heißt, aber du heißt jetzt Gary. Glückwunsch, Gary. Da. Sorry. Zu den Doppeltäubchen. Nächstes Glas. Tür zu. Ich gehe nach oben. Und los. So, let's see. What was it? Kommst du bitte hier rüber? Wait here. Just checking something. It's a rat. Kill it. Will ya? Jetzt guckt er unter den Tisch. Ich glaube, die haben gedacht, dass das Geräusch von drüben quasi kommt. Nicht von der Küche. Was? Ja, doch, kann man so interpretieren, weil ich habe es fast gegen das Fenster geschmissen. Das war natürlich ein bisschen doof. Naja. Nächstes Glas. Neue Position. Und jetzt schmeißen wir es nach... Ja, nach da so. Huh? That sounded like broken glass.
You don't believe why? Er guckt schon. Warum? Aber leider ist das halt Glas. Das heißt, da muss nicht drum rumlaufen, um durchzugucken. Which makes fucking sense, Idiot. Okay, High KI ist sehr schlau. Und im Endeffekt haben wir nichts erreicht, außer dass der Typ jetzt erneut auf fucking Broken Glass ist. Kommst du hier rüber? Schatzi, kommst du hier rüber? Komm mal ran auf den Meter. Sind hier noch Sachen, die ich schmeißen kann? Das ist alle nur hier hinten, ne? Das ist leiser als ich dachte. Zumindest ist der Radius nicht gerade weit gegangen. Wait, I'll have a look over there. Ah, perfect. So let's see. What was it? Someone is asking for trouble over there. Yes. Bitte beweg dich weit von dem Fenster weg. Dankeschön. Ich bringe Besuch. Viel Spaß. Das nehme ich auch gleich mit. Tschüss. Nächster. Einer ist kein Problem. Den können wir ausschalten. Könnte eng werden. Passt. Ihr guckt euch beide fast nicht an. Mal gucken, wie dreist wir sein können. What I wouldn't give for a bottle of pear soda. Finde den einen Pixel, wo es funktioniert. So, Quizfrage. War das nötig? Hell yes. And all your eat is now mine. Hört ihr das? Da sägt doch einer. Ich glaube, es geht los. Wenn ihr einer sägt, dann bin ich das. Glaube ich. Ja, ansonsten ist das hier halt eine Kantine. Und passend zu jeder Kantine gibt's auch hier noch ein Scheißhaus dazu. Auch wenn ihr jetzt dachtet, das ist eine Dusche. Norm. Ja.
ja, hm. Das ist keine Tür zum Öffnen, CJ. Hätte man vielleicht an der Position der Tür erkennen können. Nur sehr wenige Türen stehen nicht 90 Grad zum Boden. Es gibt Ausnahmen. Aber ich möchte nicht sagen, dass das häufig der Fall ist. Ich war gerade mehr von den Bloodflies abgelenkt. Die waren gerade irgendwie cooler. Sind hier noch Sachen, die ich schmeißen kann? Ah, perfekt. Und Sachen, die ich ächzen kann, sind hier auch noch. Well. Direkt über mir. Direkt über mir ist eine Möglichkeit, ja. Ich muss ja mal sagen, das ist schon irgendwie ein cooles Gebäude hier. Hallo, komm, mach. Wollt ihr jetzt gucken oder nicht? Ah, ich hab doch gesagt, da ist einer am Sägen. Und die anderen Geräusche kommen wahrscheinlich auch von hier oben. Grüße von Obi. Da ist ein Corrupted Bone Charm. Lecker, lecker. Sind die farbig, weil ich damit interagieren kann oder weil die irgendwas Besonderes sind? Okay, das sind Seemannssongs. Who's that? Ja, wenn das nicht funktioniert, was soll ich da machen? Ich wollte nur das da hinten anvisieren. Wie 360 Grad Rotation im Blickwinkel. Gegen die machst du aber auch nichts. Einer von euch Loot? Nein. Ich
hoffe einfach mal, es kommt hier keiner vorbei, ansonsten liegen hier einfach zwei, drei Leute. Kann ich das öffnen? Hallo, Gata. Die Farbgebung ist weitaus anders in diesem Bereich des Hauses. Also entweder das da kann man verschieben. Kann ich es drücken? Kann ich es schlagen? Nein. Dann gehe ich doch erstmal durch die Restricted Area. Wahrscheinlich wegen Infestation oder so. Mal gucken. Na, Gata, ich hoffe, du hattest einen guten Start in die Woche gehabt. Und ein schönes Wochenende ebenfalls gehabt. Das sieht grundsätzlich erstmal aus wie ein Büro. Aber halt ein abgeschlossenes Büro. Das ist der Eingangsbereich da drüben. Das ist keine Ahnung. Damit weiß ich nichts anzufangen. Hier war ein Tresor. Ansonsten muss man mal so sagen, ist hier relativ wenig. Wait, turn on. Kann ich, kann ich auch Sachen wieder draufsetzen? Nein. Aber ich habe eine große Varietät, es auch anders zu verwenden. Wie zum Beispiel taking everything and smashing it against fucking everything. Das war Feuer. Ha. Also ich habe etwas, was Feuer macht. Ha. That is money. Money is nice. Don't get me wrong. But it is nothing that helps me. Ich gehe sehr stark davon aus, dass das hier nicht echt ist. Karte! Da ist Karte. You have no maps. I could swear I have one. Ah, okay. Ich nehme das zurück. Dann habe ich die Karte noch nicht angeguckt. Wo bin ich? Ich bin der 3. Ich bin der Dining Hall. Das gesamte Ding hier ist die Dining Hall? Hm?
Ich gebe zu, die Nützlichkeit dieser Informationen ist zu wenig für mich gerade. Das hier ist ihr Office, der kleine Bereich. Und das hier sind quasi die Private Rooms. Das liegt außerhalb. Also das hier ist die Private Rooms und das hier ist außerhalb. Das kann ich einordnen. Aber das hier, da könnte ich euch nicht mal sagen, was davon die Küche ist. Das ist die Küche. Weil das hier ist der Lagerraum. Und das hier ist nicht die Küche. Sondern dieser wunderschöne Raum hier. In dem ich ebenfalls keinen Plan habe, für was er wirklich steht. Karte. Das hier ist Außenbereich. Der zählt nicht mehr zum Gebäude. Okay. Das ist die, das Teil. Und da oben drüber. Das hier ist oben drüber, oder? Ist das oben drüber? Ja, das ist oben drüber. Das ist unbetitelt. Hier ist die Wand zu und hier geht's in diesen kleinen abgeriegelten Bereich. Und hier ist quasi der Empfangssaal. Ne, hier 7, Main Lobby. Und das heißt, in den Raum, wo ich hin will, der liegt hier. Über den komme ich an von einer Treppe von noch weiter oben. Also könnte ich quasi noch eine Etage hochgehen. Ah, das ist sogar hier die Reputation, zu der ich mehr oder weniger hin muss. Und kann von da aus quasi eine Etage runtergehen auf den Bone-Schirm. Okay. Heute Kartenlesen mit CJ. Ich bin übrigens Kartenlesen-Experte. Seit neuestem. Ich verirre mich nie. Außer manchmal. Wachen. Ah, die kenne ich doch. Das sind die, die Würfel gespielt haben, oder? Kann ich hier irgendwas mal spontan zum Werfen haben? Danke. Das heißt, hier oben sitzt ein würfelspielender Wachdude. Come on, come on, come on. Damn it. Ja, das trifft's wohl. Tasten hier Würfel. Lass mich raten, 5 und 3. Boah. Man könnte fast behaupten, es sind alles dieselben Entities. Es gibt wahrscheinlich nur einen Würfel-Entity, der wirklich funktioniert. Ja, Rewired Tools habe ich immer noch nicht gefunden. Brauche ich aber auch nicht. Kann ich das eigentlich kaputt machen? Nee, ne? Alarm kann man nur aktivieren. Und über die Rewired Tools halt ausschalten. Aber man kann ihn nicht zerstören oder so. Glaube ich. Ah, da vorne ist quasi das Teil, was wir ganz am Anfang der Mission ausgeschaltet haben, wo sich dann Leute gefragt haben, wo ist denn die Wall of Light aus? Dann ist das hier der Disease Treatment. Alles klar. Und das hier ist offiziell der Saloon. Auf meiner Karte hat dieser Raum keinen Namen gehabt. Saloon ist natürlich eine gute Beschreibung dafür. Wenn ich hier runtergehe, dürfte ich bei der Wall of Light landen. Da ist die Wall of Light. Consultation. Und da sind diese Fliegendinger. Dookie. So, bis zur Dining Hall. Ich mach die Tür ja mal auf.
Das hier habe ich bereits alles secure. Da sind keine Leute mehr, die mich alarmieren können. Hier ist sehr viel nichts. Und hier ist, wie man erwarten könnte, der Exit. Ha. Surprise, surprise. Habe ich Sleep Darts? 5. Könnt ihr euch noch an die Frage erinnern, die ich ganz am Anfang des Spiels mal gestellt habe? Das hier wäre tödlich. Was ist das hier? Ein Schuss in Bein? I guess Dr. Hypatia is not seeing patients anymore. Na, na, mal gucken. Let's see. What was it? What? Damn you. Wichtige Sache, er hat mich tatsächlich, zumindest laut Anzeigemeter, hat er mich nicht entdeckt. Erst nachdem er sich den Bolzen aus dem Bein gezogen hat. Dann hat er angefangen, mich zu sehen. Aber ich kann tatsächlich den Leuten ins Bein schießen und sie dann takedown, wenn ich schnell bin. Ist natürlich eine laute Variante. Sleep Darts sind immer leise. Ha. Der ist am Pennen. Ich glaube, den lassen wir auch einfach schlafen. Mein Problem ist nur, ich werde gleich neu laden, weil ich weiß nicht, ob der Hund, wenn der mich sieht, ob das als entdeckt zählt oder nicht. Also eigentlich wäre es sinnlos, wenn das als entdeckt zählen würde. Ja, dass diese Tür nicht aufgeht, macht Sinn. Es scheint, dass diese Hunde hier quasi untergebracht wurden. Und diese Tür ist verschlossen. Haben sie es doch geschafft, durchs Glas durchzukommen. Okay, also Hunde sind meh. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob das zählt oder nicht. Deswegen folgender Plan. Wir nehmen den Jungen, legen ihn hier rein, geben ihm ein kurzes Hirntrauma. Habe ich ja mal ein Glas oder sowas? Glas, Glas. Irgendwas zum Werfen. Man kann wahrscheinlich hier auch aufmachen. Ist da drüben irgendwas? Zumindest nicht von der Interesse. Hmm.
Komm, deine KI ist very schlau. Du gehst jetzt hier nachgucken. Niemand hat mich gesehen. Die sind immer noch hinter Gittern. Würde es mir irgendetwas bringen, diese Leute oder diese Sachen hier freizulassen? Gäbe es irgendetwas, was mir das bringt? Habe ich mittlerweile die Power, dass ich mit meinem dunklen Auge das brauche ich. Ich hoffe, gibt es hier noch eine Rune? Ja. Diese Rune möchte ich haben, damit ich Dark Vision auf Level 2 bekomme, damit ich sehen kann, ob da hinten irgendwas von Interesse drin ist. Wenn ja, gehen wir da rein. Wenn nicht, dann nicht. You all deserve death. Ich hasse diese Bloodfly-Dinger. They all deserve death. As every living creature does. Ich werde meinen Hass gegen diese Gegner noch unterdrücken. Noch. Oder actually. Vielleicht können wir das Ganze sogar für unseren Vorteil nutzen. Das hier ist so eine Schlafkoje, oder? Ja, aber ich glaube, NPCs werden nicht so reagieren, als würden Leute hier schlafen. Die werden den Unterschied zwischen schlafend und you know, with grenades. Falls noch niemand Verdacht geschöpft hat, jetzt definitiv. Granate explodiert, alle so. Not bad. Das Black, das Dark Vision oder wie auch immer ist halt im Verzug zum Vorgänger weitaus schwächer. Weil du kannst halt nicht mehr alle aus überall sehen. Konntest du vorher auch nicht.
Aber durch dieses Pulsen oder wie auch immer, was halt nur eine sehr geringe Reichweite hat, puh, du siehst leider nicht sehr viel. Deshalb werde ich tatsächlich warten, bis ich diese Wichser hier wegklatschen kann. Weil Stand jetzt ist, das bringt mir nichts Gutes. Ich hasse die Viecher. Könnt ihr euch an dieses Schild erinnern? Ist nicht so lange her, seit wir es gesehen haben. Oh, hallo. Da ist ja noch jemand drin. Ihr seid Blattfleiß, würde ich schätzen. Gesehen? Nein. Suspicious? Ja. Warum haben die einen dicken General da? Was ist diese Abart da drüben? Jetzt, keine Panik. Ich habe wirklich gedacht, dass jetzt was passieren würde, wenn ich die Tür hier aufmache. Aber nein, das interessiert dich absolut gar nicht. Ich sag's wie es ist. Das ist ein bisschen enttäuschend. Ich hätte jetzt gedacht, es geht die Party ab. Ist das ein Zahnarzttisch? Legen sich da Leute drauf? Nee, oder? Ich bin in der Lage, diese Tür zu öffnen. Popquiz! Will ich das? Dancing hagfish on the line. Martha, won't you marry me? 12 weeks have I been at sea. Ich bin mir nicht sicher, ob da eine Wand zwischen ist. Oder ob das Fenster ist. Das hat übrigens nicht funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, da ist eine Wand zwischen. Da war ich mir nicht sicher. Da hätte auch nämlich ein Fenster sein können. Da habe ich gerade nicht drauf geachtet. Das mit diesen ich jumpe von wo runter Moves scheint ja nicht so gut zu funktionieren. Ach du Kacke. Hier ist noch ein Tresor.
Ist es 4-5-1?